Freising hat mal wieder einen richtigen Sport gegeben. Doch, wo sonst Flugzeuge zu vorn betäubenden Lärm sorgen, wird gerade der deutsche Meister in Motocross gesucht. Motocross-Rennen, DM Open-Pokal und was haben wir noch? Deutschland-Plus-2-Klasse. Ja, und Junioren-Pokal haben ca. 120 Fahrer. Die Veranstaltung beginnt morgen ab 9 Uhr mit Pflichttraining, freien Training und ab 13 Uhr die Rennen. Wir haben Teilnehmer aus ganz Deutschland, international. Ja. Die Motorräder sind sehr leise. Man hört kaum was. Und wenn das Motorrad aus ist, hört man auch nichts mehr. Da hat er ausnahmsweise mal unbestreitbar recht. Aber hier kann einem ja selbst der schlimmste Höllenlärm nicht stören. Denn immerhin gilt... Das Flughafen ist lauter. Mit einer Rundenzeit von 49,4. Immer noch die Bestzeit im Stand Nummer 19, Mautwechsel mit 2,14,75. Mit einer Rundenzeit von 49,4. Ist ein bisschen anstrengend, oder? Ja, mit Kondition und Kraft kriegt man das schon hin. Tun einem da am Abend nicht so ein bisschen die Knochen weh, oder? Nee, wenn ich mit dem Fahrrad ein bisschen ausfahren oder halt ein bisschen Bewegung machen, da geht es. Also da kann man abends dann noch in die Disco gehen, oder? Naja, das nicht mehr, aber jetzt sind wir schon fit. Ja, wir sind auch in Schwäbisch Hall, bei Heilbronn liegt das, in der Nähe. Und sind diese Woche mit Fahrer im Pokal vertreten, Pokallauf. Und macht ja Spaß? Ja, frage ich doch am besten die Fahrer nachher noch. Okay. Ja, die Strecke ist schön griffig. Die Strecke ist schön griffig, was heißt das? Ja, der Boden ist nicht so feucht und nicht so trocken. Das heißt, man rutscht nicht so leicht weg, oder? Genau, Matsch. Also es greift schön. Aber hin und wieder haut es da einen trotzdem hin, oder wie ist das? Ja, doch. An manchen Stellen ist einfach noch zu viel Wasser. Und wie ist das so ein Gefühl, wenn man dann so auf Tuchfühlung mit dem Boden geht? Keine Ahnung. Noch nicht? Schreiben. Willst du es auch eher vermeiden, oder? Ja. Erzähl es für den Bodenkontakt. Doch. Komm, erzähl es ihm. Ja, heute noch nicht. Heute Strecke eigentlich ganz gut. Für die Kühlung zuständig. Das Eis, ja, das ein bisschen abkühlt werden. Die Kühlung für die Fahrer. Genau, und die Kinder. Die ja, Kinder. Die Kinder. So, schön. So, schau mal her. Danke. So ein bisschen Exot im Fahrerlager. Ich sehe so lange Haare, oder? Bringt das aerodynamische Vorteile, nee, oder? Eher nicht. Eher nicht, das heißt, du gibst dem Gegner so ein bisschen Vorsprung. Ja, genau. Wunderbar, das ist sportlich. Schönes Wetter, das heißt, ich nehme an, Sie fahren selber nicht, da ist das schöne Wetter das Wichtigste. Nee, eigentlich nicht. Wichtigste ist, dass mein Sohn wieder gesund nach Hause kommt. Wir haben eine Internetseite LSD Freisinger Bier. Ich denke, im Moment sind wir schützt, oder? Die Zeiten passen. Die Zeiten passen. Ja, das Wetter passt.
Und woran liegt es? Am Mechaniker oder am Fahrer? Was liegt es? Am Fahrer und am Mechaniker, denke ich mal. Servus! Und schon mal die Pool Position gesichert, oder? Bitte auf volle Plätze! Wir sind in 3 Minuten der Gegen der Klasse 125. Erstmal Holz. Was kontrollieren Sie denn da? Transponder, Maschinenabnahme und Stürzhelmabnahme. Ein recht herzliches und ein wunderschönes Grüß Gott, natürlich in Bayern. Ist sie?